Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du neugierig bist auf eine Session mit mir. Hier hinter mir siehst du den Raum, in dem du eine Session vor Ort in Hamburg live mit mir erfahren kannst. Das kann eine Coaching-Session sein, das kann eine Session mit Körperarbeit sein, eine Session mit Meditation. Oder wo du zum Beispiel mit einer Partnerin, einem Partner ein paar Grundgriffe der Tantra-Massage lernst. Ich gestalte meine Sessions immer intuitiv mit all den Werkzeugen, all dem Wissen und hoffentlich auch ein bisschen Weisheit, die ich über die Jahre erfahren habe. Und gestalte sie so, dass das, was in dir lebendig ist, dass wir damit arbeiten. Dass es also kein festes Programm gibt, sondern dass es immer darum geht, das, was dein Leben bis jetzt geworden ist, der Punkt, zu dem du gelangt bist, dass wir den als erstes anerkennen, wertschätzen und dann gucken, wo du deine Energie noch mehr öffnen kannst, wo dein Körper noch empfänglicher für Lust, für Sinnlichkeit, für dieses energetische Zuhause-Sein, für deine Selbstliebe, aber auch für die Impulse, die in dir sind, dass du die präziser hören kannst, dass du spüren kannst, wo will deine Energie hinfließen? Wie kannst du noch voller, noch sinnlicher, noch mehr zu Hause sein? Und wie kannst du in Kontakt gehen mit deinem Partner, deiner Partnerin? Wie kannst du präsent sein in diesem Raum? Ich betrachte mich dabei als etwas wie eine Begleiterin, die mit ihrem Nervensystem eventuell Ruhe an die Stelle bringt, wo du aufgewühlt bist, wo dein Nervensystem tatsächlich so ist, dass du nicht alleine den Raum halten kannst und wie jetzt ein zweites Nervensystem hast mit mir, wo du dich dran beruhigen kannst. Oder wo ich energetische Impulse setzen kann, wo ich sagen kann, ah, da leite ich diesen Fluss von Energie, der da an dieser einen Stelle oder an verschiedenen Stellen gerade stockt, noch einmal an. Da gebe ich einen Impuls rein, dass es fließen kann, dass es sich erweitern kann, dass es da sein kann. Und zu mir kommen immer wieder Menschen, die Lust haben, auch mit ihrem spirituellen Wesen sich mehr zu verwenden. Verwenden auch, ja, verweben quasi, die Lust haben, ihre Erfahrung zu erweitern von Körper, Geist und Seele, Körper, Geist und Herz, Körper, Geist, Himmel und Erde, wie auch immer du das bezeichnest. Für mich ist das ein Anteil in meiner Arbeit, der ist da, aber er ist nicht zwingend. Wenn du das Gefühl hast, du hast erstmal eine Frage, wie du dich wirklich in deinem Körper und ganz konkret erdig beheimaten kannst, ist das ein wunderschöner Anfang. Und in meiner Erfahrung dehnt sich die Wahrnehmung immer weiter dann aus. Je mehr du tatsächlich bei dir gut gelandet bist, desto weiter wird auch deine Fähigkeit wahrzunehmen, was du vielleicht in einem anderen Menschen wahrnimmst, was du zwischen euch wahrnimmst. Und das ist vielleicht schon genau die Art von Energie, von der ich spreche, wo es darum geht, so fühlig zu werden für dieses, was will sich zeigen, was will tatsächlich gelebt werden, was gibt es an Impulsen. Und ein weiterer wichtiger Aspekt für mich und in meiner Arbeit ist immer wieder eine große, große Vielfalt willkommen zu heißen. Wir sind als Menschen so unterschiedlich. Und so ist unsere Art, sexuell da zu sein, sexuell lebendig zu sein. Mir ist es immer wieder wichtig, und ich glaube, es gelingt mir auch in weiten Teilen, einen sexpositiven Raum zu kreieren, in der du mit allem da sein darfst, was für dich lebendig ist, was dir wichtig ist, wo es nicht darum geht, dass es eine gute und eine schlechte Sexualität gibt, sondern wo es darum geht, alles, was du an sexuellen Impulsen hast, zu integrieren, so dass es dir, deiner Lebensfreude, deinem Lebensgenuss, deinem Lebensmut dient, so dass du damit ein Mensch bist, der ganz ist, der sich fühlen kann, der sich wahrnehmen kann und nicht als erstes schon sich selbst verurteilt, bevor überhaupt andere Menschen das tun. Und auf diese Spur zu kommen, wie kannst du integrieren? Wie kannst du zu dem stehen, wer du bist? Wie kannst du auch zum Beispiel mit Scham da sein und merken, ah, das ist eine Scham, die mir dient und das ist ein Teil von Scham, den ich gerne transformieren möchte, wo ich gerne Mut haben möchte, da zu sein. Und dasselbe auch mit Angst.
Es ist völlig normal, immer wieder auch an Grenzen zu kommen, wo es Angst macht, sich selbst wirklich in dieser ganzen Größe, von der ich überzeugt bin, dass wir sie alle haben, zu zeigen, zu leben, auszudrücken. Und dass wir gemeinsam mit dieser Angst schwingen und gucken, hey, wo ist ein Schritt für Erweiterung, der dir wirklich so ein breites Grinsen ins Gesicht zaubern würde? Herzliche Einladung zu Sessions mit mir. Das kann online, das kann vor Ort geschehen. Vor Ort gibt es natürlich noch einmal viel mehr Möglichkeiten, mit dem Körper zu arbeiten. Wenn du noch Fragen hast, lass es mich wissen. Hier findest du die Möglichkeit, mich zu kontaktieren.